Ja, dann erstmal guten Tag. Auftakt zum Wochenende quasi. Und ich hoffe, Ihnen geht es soweit gut. Also heute geht es um das Thema Augmented Reality auf der Baustelle. Ich hoffe, Sie sehen schon jetzt meinen Bildschirm. Der Go-to-Webinar-Bildschirm wird gezeigt. Da muss ich, glaube ich, noch auf die Präsentation. Eine Okay, andere Schirm. die Präsentation. Ja, jetzt. Wunderbar, alles klar. Das ist doch schon mal gut. So, und heute geht es halt eben um das Thema Augmented Reality auf der Baustelle, und zwar mit Gamma Air. Das Thema, was ich Ihnen heute ein bisschen näher bringen will, ist vor allem, wie mithilfe von BIM-Modellen auf den Baustellen der Bau und der Betrieb von Gebäuden im Endeffekt gehandhabt werden kann. Und dazu will ich gerne Ihnen eine Lösung von uns vorstellen, die Gamma Air. Und Gamma Air ist im Endeffekt ein Tool, was Ihnen dabei hilft, eben BIM-Modelle mit auf die im Bau und Betrieb von Gebäuden zu bringen und dann darüber eben auch Informationen vor Ort aufzunehmen. Das, was Gamma macht, ist, es visualisiert 3D-BIM-Modelle über der Realität und es hilft eben dabei, dadurch Fehler zu vermeiden und auch Nacharbeiten zu vermeiden, die dadurch entstehen. Und gleichzeitig eben Informationen zwischen der Baustelle und dem Büro in Echtzeit zu teilen. Wenn wir uns die Bauindustrie heute anschauen, dann sind Planer, zum Beispiel, ich bin von meinem Background her auch ein Architekt, derzeit oft mit BIM-Modellen unterwegs. Das heißt, es sind sehr hoch detaillierte Modelle mit sehr viel Attributierung, die einfach viel Information transportieren. Wenn das Ganze aber jetzt Richtung Baustelle geht, dann hier sieht man ein Bild von 1950, sieht das oft nicht anders aus. Und das führt halt zu vielen unentdeckten Fehlern eigentlich. Hier sind es mal zwei lustige Beispiele. Vielleicht haben Sie sowas auch schon miterlebt, aber viel häufiger kommen Fehler wie diese hier vor. Also Kernbohrungen, die man Maß vornehmen muss, das kennt, glaube ich, wahrscheinlich jeder. Also zum Beispiel eine Baustelle, auf der ich jetzt vor einiger Zeit in Düsseldorf war, da hatten wir nach 5 Minuten 42 Kernbohrungen vor. Und das kann man halt vermeiden. Das ist viel Geld. Und deswegen gibt es eben Gamma. Also das, was Gamma macht, ist, es visualisiert eben Fehler, nicht Fehler, Modelle über der Baustelle und zwar eben über Augmented Reality und hilft eben dabei, dadurch Fehler zu vermeiden und auch gleichzeitig die Nacharbeiten, die teuren Nacharbeiten dadurch zu vermeiden. Gleichzeitig hilft es halt auch dabei, ein besseres Verständnis zu erzeugen. Wie man hier jetzt auf diesem Bild hier sehen kann, wo die grünen quasi Lüftungselemente entlang laufen. Es gibt eine Möglichkeit, eben ganz einfach so das Abgleichen zu machen. Gleichzeitig ist es so, dass dadurch die Informationen auf die Baustellen in einfacher Art und Weise übertragen werden, aber auch, dass man durch Gamma die Möglichkeit hat, eben diese Informationen, die auf den Baustellen gesammelt worden sind, also die Dokumentation, den Baufortschritt, dass man die dann vor Ort bauteilscharf eben aufnehmen kann und die auch wieder zu BIM-Modellen führen kann. Und am Ende des Tages hilft es halt eben dabei, dass Sie Ihre Projekte einfacher managen können. Ich zeige Ihnen jetzt hier erstmal ein Video. Und zwar haben wir das, das schon jetzt ein bisschen ein paar Jahre her, gemeinsam mit der Pro AG mal gemacht. Und zwar in einem Gebäude in Berlin. Und sehen hier im Endeffekt, wie eben die Bauleiter in der Lage sind, vor Ort die Informationen zu überlagern. Und dadurch halt eben den Vergleich direkt machen können, ohne dass da jetzt großartig viel an, ich sage mal, Interpretation passieren muss, sondern man sieht halt direkt, wie alles verlaufen soll, was wie gebaut werden soll. Und das, um das nutzen, ist ganz einfach. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder Sie können das mit BIM 360 in Verbindung nutzen oder ohne. Sie erstellen ein Projekt bei uns, dann laden Sie Leute mit in Ihr Projekt mit ein. Und dann Modell hoch. Als nächstes gehen Sie hin auf die Baustelle, wählen dort im Endeffekt ein Modell aus zum Positionieren.
Und dort können Sie dann im Endeffekt in dem Schaut, wo Sie sich befinden, sagen, ich möchte diese, zum Beispiel diese Wand als Referenz nutzen. Und mit zwei Klicks sind Sie verortet. Total einfach, keine Vorbereitung notwendig. Sie brauchen einfach das BIM-Modell. Und dann geht das Ganze los. Dann haben Sie verschiedene Möglichkeiten, also Visualisierungsoptionen, um eben darzustellen, auf welche Art und Weise Sie im Endeffekt diesen Vergleich machen wollen. Sie können auch alle Informationen aus dem BIM-Modell, also alle Attributparameter, abrufen. Das heißt, Sie brauchen keine Tabellen mit sich mitzunehmen. Sie können genauso Kommentare machen in Ihren Gebäuden, können Fotos machen, können den Baufortschritt mit festlegen und sagen, wie weit abgeschlossen ist eigentlich gerade mein Gebäude, wo sind Fehler und so weiter und so fort. Und dadurch habe ich die Möglichkeit, eben mein Bauwerk viel, viel einfacher und besser zu koordinieren. Und alle Informationen, die Sie eben aufnehmen, die werden auch wieder synchronisiert mit eben unserer Plattform, was jedem, der nicht auf der Baustelle läuft, direkt in Echtzeit zu sehen, was eigentlich gerade gebaut werden soll. Und wissen wir, wo auch gerade Probleme sind, zum Beispiel. Genau, das ist so erstmal wissen Sie das. Also nur um das nochmal zu verdeutlichen, Gamma hilft eben dabei, Fehler vor Ort zu visualisieren und auch eben das Gebäudemodell vor Ort zu visualisieren, dadurch halt besser zu verstehen, was wie gebaut werden soll. Insbesondere, wenn es komplexer wird, macht das eben viel einfacher. Es hilft eben dabei, vor Ort den Soll-Ist-Abgleich auch zu schaffen. Und das Schöne an Gamma ist, es hilft dabei auf eine ganz, ganz einfache Art und Weise, eben BIM-Modelle auf die Realität, in die Realität zu bringen. Und zwar mit einfach zwei Klicks, wie Sie gerade hier gesehen haben, ist man in der Lage, eben das BIM-Modell zu referenzieren. Man braucht keine QR-Codes, kein nichts. Dann kommt noch dazu, dass wir wie viele andere Mängelmanagementsysteme halt auch die standardmäßigen Mängelaufnahme ermöglichen, nur mit einem ganz, ganz großen Unterschied, dass diese immer sozusagen den Bezug zum BIM-Modell halten. Das heißt, wenn Sie Mängel erstellen, dann haben die im Endeffekt, sind Sie an die Objekte mit dran gehangen. Und dadurch haben Sie die Möglichkeit, im Endeffekt ganz schnell und einfach zu kommunizieren, von eindeutig zu kommunizieren. Sie können zum Beispiel das ausgewählte Rohr hier eben auswählen, dort eben sagen, dass da ein Fehler vorliegt, was für ein Fehler da vorliegt, sagen, bis welchem Datum das fertiggestellt werden soll und wer das halt auch bitte zu bearbeiten hat. Und da wir eben auch BIM-Modell nutzen, haben wir auch einen ganz großen Vorteil, dass bestimmte Informationen automatisch eben ausgeführt werden, wie zum Beispiel, in welchem Geschoss befinde ich mich, in welchem Raum befinde ich mich. Das kommt dann alles automatisch aus dem BIM-Modell. Und das Ganze funktioniert auf Tablets wie auch auf Handys. Und Sie können das einfach mit Ihren normalen Handys nutzen. So. Um Gamma zu nutzen, brauchen Sie im Endeffekt erstmal nur BIM-Modell. Also Sie können entweder BIM 360 in Verbindung mit Revit nutzen oder eben EFC-Modelle. Und diese werden dann eben hochgeladen auf unsere Plattform, wo diese dann erstmal verarbeitet werden. Und wenn eben das alles okay ist, werden diese Informationen dann auch wieder synchronisiert mit allen Geräten, die in dem Projekt sind. Und das bedeutet dann, dass zum Beispiel alle Informationen halt auch gleich sind. Also nicht nur die Modellinformationen, die gleich sind, sondern alle Informationen, die aufgenommen worden sind, wie zum Beispiel ein Fortschritt, der aufgenommen wurde, wie zum Beispiel die Mängel, die aufgenommen worden sind, die werden über alle Geräte eben synchronisiert, sondern es Interferenz gibt in Echtzeit, ansonsten erst wenn es danach wieder ein Interferenz gibt. Das funktioniert online wie offline. Und dadurch ist es Ihnen eben möglich, dass Sie auf eine sehr einfache Art und Weise ohne im Endeffekt Verwaltungsaufwand, weil wir das halt alles übernehmen, auf eine ganz, ganz einfache Art und Weise die Kommunikation machen. Kannst du vielleicht dein Video kurz ausblenden oder so? Der Ton kommt ab und zu mal so ein bisschen abgehackt. Vielleicht liegt es an der Übertragungsthematik. Kann ich,
ich machen. Ich vermute, ein sehr schnelles Netz haben, aber ich mache es mal trotzdem. Okay. Ich hoffe, es wird jetzt gleich besser. Ja, genau. Also vielleicht ist der Ton ein bisschen besser dann. Okay. Okay. Funktioniert es besser? Bernd? Okay. Hört mich jemand noch? Okay, ich mache mal erstmal weiter. Ja, also, passt schon. Also man hat es nur ab und zu so abgehackt gehört. Alles klar, wunderbar. Ja, dann entschuldigen Sie sozusagen die technischen Unannehmlichkeiten. Hoffentlich geht das jetzt gerade weiter gut so. Nehmen wir jetzt mal die Sicht eines Bauleiters an. Das heißt, der Bauleiter geht jetzt zum Beispiel hin auf die Baustelle, dokumentiert vor Ort alle möglichen im Endeffekt Mängel, die er findet, alles fertiggestellt wurde, also all seine Arbeit, die er eigentlich macht, um sicherzustellen, dass das Bauwerk eben fehlerfrei eigentlich existieren soll. Und all diese Informationen, die er da aufgenommen hat, werden dann synchronisiert mit unserer Plattform. Dort werden diese dann auch allen Projektbeteiligten, die Zugriff auch haben natürlich, dargestellt, sodass sie sehen können, okay, bis wann muss ich denn was machen? Wer hat welche Aufgabe? Wann wurde diese Aufgabe erstellt? Das Schöne ist, das ist eine perfekt eindeutige Baudokumentation, die dadurch entsteht, weil sie dadurch eben in die Lage versetzt werden, ganz genau eigentlich alles festzuhalten und dadurch halt auch im Endeffekt Rechtssicherheit bekommen, also ganz einfach gesagt. Alle Informationen werden natürlich auch aus Gamma, können Sie aus Gamma exportieren. Da unterstützen wir auf der einen Seite zum Import, wie auch zum Export den Open BIM Workflow, das heißt IFC rein, BCF raus. Gleichzeitig können Sie einfach ganz normal Tabellen exportieren, diesen Excel reinladen. Wir haben für die, ich sag mal, erweiterten Power-User, die Revit nutzen, eine Dynamo-Schnittstelle, um eben die Informationen, die aus Gamma kommen, in Revit zuzuführen. Und gleichzeitig haben wir eine BIM 360-Schnittstelle, was Ihnen dabei hilft, Modelle aus BIM 360 wieder in Gamma zurückzuführen, aber auch eben Mängel mit BIM 360 zu synchronisieren. Und dadurch halt, und das ist auch bidirektional. Das heißt, egal in welchem System Sie arbeiten, Sie haben immer den aktuellsten Stand. Und das macht es halt ganz praktisch. Und wenn Sie diesen ganzen Weg vom BIM-Modell auf die Baustelle und dort wieder ein- und wieder zurückführen, dann haben Sie dadurch auch die Möglichkeit, um festzustellen, hey, wo sind denn meine Mängel? Was muss ich vielleicht noch nachbestellen? Wo wird eine falsche Tür bestellt? Und das können Sie direkt aus dem BIM-Modell wieder ablesen. Und auch im Endeffekt auch darstellen und sehen auch ganz genau, wie weit ist eigentlich mein aktueller Prozess. Hier zeige ich Ihnen nochmal ein kurzes Video, und zwar aus einem Bauprojekt in München. Auch mit der Power AG, super spannend. Also relativ großes Gebäude, ich glaube 300 Wohneinheiten. Im Herzen von München, so. Wir gehen gerade kurz hier in den Keller quasi, sehen Sie jetzt dadurch halt auch. Und dort wird sozusagen dann Gamma eingesetzt, um eben, also wie von den Kollegen gerade, um zu sehen, wo sind zum Beispiel Deckenversprünge, wo sind irgendwelche Öffnungen, die hergestellt werden müssen, wo kommt ein Rohr durch. Einfach nur um ein besseres Verständnis vor allem auch zu schaffen. Und gleichzeitig halt kann man dadurch halt auch, sehen Sie es hier auch gleich in dem Video, direkt eben ganz einfach, auf eine einfache Art und Weise Deckenversprünge super schnell feststellen, Fehler feststellen und so weiter und so fort. Die ganze Dokumentation können Sie darüber machen, und zwar auf eine eindeutige Art und Weise. Und das macht das Ganze im Endeffekt sehr, sehr schön handhabbar. Und vor allem ist es dadurch so, dass die viel schneller ein Verständnis von dem Bauwerk bekommen, als wenn sie das über die Pläne machen und sich das sozusagen immer vorstellen müssen. Weil das ist nicht interpretiert, das ist einfach direkt, was die Planung quasi vorgegeben hat. Und das macht das halt in der Handhabung für die Leute auf den Baustellen ja, sehr, sehr gut. Und gleichzeitig, das sehen Sie hier
Und auch haben Sie die Möglichkeit, eben alle Parameter, also alle Attribute, ganze Elemente abzulesen und zu verstehen, was ist eigentlich gebaut. Und kann auch sagen, okay, das Attribut wird es jetzt als fertiggestellt markiert. Und so kann ich mich durch eben mein Bauwerk bewegen. Gleichzeitig ist es so, ich bin mal hier ein bisschen weiter vor, dass natürlich das Entdecken von Fehlern viel, viel einfacher wird, wie man hier in diesem Fall halt auch sehen kann, wo bestimmte Öffnungen vielleicht anders umgesetzt worden sind oder vielleicht auch fehlen. Und das macht das Ganze halt in der Kommunikation sehr, sehr einfach. Und vor allem, man hat auch dadurch eine viel direktere Möglichkeit, diese Informationen auch aufzunehmen und wiederum zu planen und zu spiegeln, sodass die Leute in der Planung halt auch die Anpassung viel besser dann einfach vornehmen können und auch andere Vorschläge liefern können, als nur vielleicht manchmal einen Durchbruch dann nochmal irgendwie herzustellen. Genau. Hier sehen Sie auch nochmal ein direktes Beispiel, wo eben eine Öffnung quasi für ein Rohr fehlt, in dem Unterzug da. Und Sie sehen hier wieder Kollege, das dann dokumentiert, nochmal um das Verdeutlichen eine Stelle markiert, vergibt da noch einen Titel und beschreibt im Endeffekt das, was sozusagen als Mangel eigentlich aufgenommen werden soll. Und im nächsten Schritt sagt er auch, in welchem Zustand sich befindet, legt da fest, wer das bearbeiten soll und auch bis wann das erledigt werden soll. Und genau, und im nächsten Schritt wird das Ganze gespeichert. Er macht noch ein Foto dazu, um sozusagen die Realität auch als Beweis im Endeffekt darzustellen, wo man dann dadurch sicherstellen kann, was ist eigentlich der aktuelle Stand und wie wurde das eigentlich behandelt. Und darüber hat man halt einfach eine sehr, sehr gute Baudokumentation. Genau. Und also im Endeffekt, so funktioniert Gamma. Und Sie können jetzt hier nochmal den Maurice Jäger, den Sie gerade eben auch in dem Video gesehen haben, den Bauleiter, die einmal zuhören, der nochmal aus seiner Sicht erklärt, wie ihm das hilft. Hallo, mein Name ist Maurice Jäger. Ich bin Bauleiter bei der Firma POR hier in München. Bin auf einem Bauprojekt mitten im Herz von München auf dem Nockherberg tätig. Wir bauen hier ca. 300 Wohnungen, haben noch ein halbes Jahr Bauzeit vor uns bis zur Fertigstellung und bin hier für den Rohbau zuständig gewesen und auch im Ausbau voll mit tätig. Ich habe hier auf dem Projekt Gamma AR im Rohbau sehr oft benutzt, einfach weil es für mich diese Visualisierungen gab, zwischen den verschiedenen Planungsphasen, die verschiedenen Deckensprünge mir anzuschauen, wie wird das eigentlich später aussehen. Das hat mir sehr geholfen und somit konnte ich dann auch Kollisionen vielleicht, die dann aufgetreten sind, frühzeitig erkennen und dort habe ich es wirklich sehr oft verwendet. Genau, das wäre jetzt gerade nochmal ein kurzer Einblick aus der Kundenseite. Das ist eigentlich auch alles. Natürlich gibt es noch ein bisschen mehr Richtung, wie man das ganze Workflow auch mit Business 360 einsetzen kann. Das zeige ich Ihnen nochmal hier. Es ist so, dass wir eben auch mit einem Partner in der Construction Cloud sind und dadurch auch in Verbindung mit Autodesk eben auch agieren. Und Sie können Informationen, die eben zum Beispiel im Revenue-Modell sind, auf Business 360 publizieren. Diese Informationen landen dann im Endeffekt in der Business 360 Cloud, wo sie dann im Endeffekt dann vorliegen für die weitere Bearbeitung. Alles, was dann hier quasi dann existiert, können Sie dann auch nutzen, um in Gamma dann sozusagen auch darzustellen und ihre Prozesse, auch in den Mengenrechenprozess genauso eben so synchronisieren. Sie sind nämlich in der Lage, halt eben Modelle direkt aus BIM 360 auch eben zu importieren. Also ist auch ganz einfach. Sie erstellen ein Projekt, können dann dadurch im Endeffekt sich mit BIM 360 verbinden und sind einfach nur zwei Klicks im Endeffekt. Also
können dann sich mit einem Projekt dann synchronisieren und dort alle Informationen aus dem Projekt, aus BIM 360 inklusive der Modelle überholen. Und das sehen Sie jetzt gleich hier. Dort ist die BIM 360-Struktur eingeblendet. Man wählt jetzt hier die Objekte halt aus, die synchronisiert werden sollen. Und kann sogar die Phasen definieren oder bestimmte Ansichten spezifizieren, die importiert werden sollen. Und mit einfach nur diesen Klicks ist das Ganze dann so weit synchronisiert, dass es dann bei uns dann auch in Gamma dann auftauchen kann. Und wenn Sie dann in Gamma sind, hier sehen Sie zum Beispiel einen Screencast von unserem Büro hier, dort haben Sie die Möglichkeit, eben Bauteil auszuwählen zur Referenzierung. Mit einfach nur diesen zwei Klicks über den Pin können Sie im Endeffekt das Ganze positionieren und sind in der Lage, eben ja, das, was gebaut werden soll, eigentlich so darzustellen. Klar können Sie Transparenzen eigentlich ausschalten und auch darstellen, wie viel eigentlich, was Sie eigentlich sehen wollen. Und können darüber halt auch Mängel aufnehmen, wie zum Beispiel, dass es hier noch andere Heizkörper als im Modell vorliegt und können das auch nochmal ohne Transparenz auch nochmal einzeln als Foto markieren und dem Ganzen können Sie auch noch einen Titel vergeben und dass das immer ein Heizkörper ist, können dazu auch eine Beschreibung eben irgendwie uns sagen, bis wann eben das Ganze bearbeitet werden soll und wer dafür zuständig ist. Und im nächsten Schritt sehen Sie dann zum Beispiel überall, wo die ganzen Fehler sind. Sie können auch hingehen und den Fortschritt, wie Sie auch vorhin in den Videos gesehen haben, feststellen und darüber im Endeffekt eine saubere Kontrolle eben zulassen. Alle Informationen werden dann eben synchronisiert, also das, was wir gerade gemacht haben. Das sieht man dann hier in diesen Stellen. Sie haben dadurch halt auch die Möglichkeit zu sehen, okay, was für ein Bauteil ist das? An welchem Geschoss befindet sich das? Ich kann mit alle Dinge, die ich gemacht habe, die ich im Modell festgelegt habe, kann ich dann jetzt auch nochmal quasi im Büro sozusagen auf unserer Webplattform machen und dann auch nochmal mit BIM 360 synchronisieren, sodass ich direkt sehen kann, sogar verlinkt mit BIM 360, wo eben welche Fehler eben aufgenommen worden sind. Alle Handlungen sind da und ich kann mich sogar ins Modell dann dadurch bewegen, weil die Aufnahmen, die wir machen, die haben sozusagen die Koordinaten vom Modell und darüber sind die auch verortet, sogar im Modell, sodass man sehen kann, wo eben Fehler vorliegen. Und dadurch kann man halt auch nochmal ganz sauber dokumentieren, was an welcher Stelle von wem aufgenommen wurde und so weiter und so fort. Und das empfiehlt sich halt einfach in Ihre Workflows. Hier sehen Sie zum Beispiel auch nochmal den Fall von der Tür, was wir vorhin in dem auch noch gesehen haben, wo ein Fehler aufgenommen wurde, weil im Endeffekt ein bisschen anders ausgefüllt wurde, als eigentlich im Modell vorgesehen. Genau. Und so funktioniert das Ganze. Das heißt, und Sie können sich natürlich auch, wenn Sie wollen, mit dem Autodesk-Login auch selber einloggen. Dafür gibt es den Sign-On. Dort müssen Sie einfach die Autodesk-Account-Daten einmal verifizieren und dann wird das automatisch verbunden, sodass Sie dann Zugriff auf Ihre Projekte über eben über Gamma haben. Genau. Hier kam eine Frage bezüglich der Verortungsmethode. Wie macht das Gamma AR mit dieser Corner Matching, wenn das nächste Objekt aber mehr als 20 Meter weit weg ist? Wie kann dann die Ungenauigkeit vom Handy- oder Tablet-Sensor dann irgendwo ein Problem? Oder wie sieht es aus? Bei 20 Metern ist es nicht problematisch. Also das ist kein Problem. Sie verorten sich und dann laufen Sie damit rum. Das ist darauf ausgelegt, dass Sie sich eben durch die Gebäude durchbewegen können und auch sollen. Also sonst wäre das ein bisschen schade.
Nee, ist dafür gedacht, dass Sie natürlich auch längere Distanzen zurücklegen können. Wenn Sie zu große Distanzen haben, können Sie sich auch jederzeit ganz einfach neu positionieren. Das dauert ungefähr 2 Sekunden. Und ich habe da gesehen, das geht dann immer so, ich muss ein bestimmtes Bauteil in meinem Modell anklicken. Genau das, was wir gerade so kurz gesehen haben, und das Referenzmodell, und dann halt wieder neu positionieren. Und so könnte ich im Prinzip dann auch eine neue Positionierung vornehmen, falls das jetzt irgendwo mal ein bisschen zu ungenau wird, oder? Richtig? Also, Sie bewegen sich gerade hier und Sie gehen jetzt in das Geschoss und da wollen Sie sich neu positionieren, dann machen Sie das einfach schnell. Also das ist ungefähr die Geschwindigkeit, die man normalerweise hat, wenn man hier sogar noch langsam aufgenommen, die man eigentlich dann vorlegen muss. Das dauert nicht lange. Also Positionierung ist sehr, sehr schnell. Und hier kommt dann so eine Frage zu den Geräten. Ja, welche iPads-Generation oder konkret hier kann man es auch mit dem Surface Pro benutzen? Was ist dazu? Man kann das nicht mit Windows-Geräten benutzen, weil die diese Augmented Reality-Fähigkeit nicht haben. Aber mit Android und Apple-Tablets und Handys geht's. Bezüglich der Generation würde ich gerade halt tatsächlich immer irgendwie empfehlen, wenn man sich Tablets besorgen möchte, die iPad Pros aus dem letzten Jahr oder aus diesem Jahr eigentlich anzuschaffen. Die aus diesem Jahr sind auch super, super gut. Also muss man sagen, die sind leistungsstärker als viele Rechner oder wahrscheinlich die meisten Rechner, die jetzt bisher unterwegs sind, weil die einfach auf diesen M1-Chip setzen. Und sind aber gute Geräte. Und die haben diesen LiDAR-Sensor, also das ist der Laserscanner, der mit angebaut ist, was das Ganze in der Genauigkeit viel, viel besser macht als andere Produkte. Das gilt auch für das iPhone 12, also damit Pro. Damit können Sie halt auch super gut arbeiten. Also alle Apple-Geräte mit dem neuen Scanner-Thematik da drin, ja. Gibt es auch, wenn man eine weitere Frage, wenn man auf der Baustelle ist und man hat aber keine Online-Chance, gibt es da einen Offline-Modus, ja, wenn man jetzt also keine Internetverbindung irgendwo hat in der Tiefgarage oder ähnliches? Ja, Gamma ist für die Baustelle ausgelegt. Sie brauchen kein Internet. Also Sie laden sich das Modell runter, wenn Sie im Büro sind, gehen auf die Baustelle, dort brauchen Sie kein Internet, gehen zurück, dann können Sie es da synchronisieren. Alles kein Problem.